Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Funko Pop Figuren-Review auf Dark Schnecke Reviews. Heute geht es wieder aber weiter mit den Turtles und heute mal wieder einen der vier Jungs. Heute zeige ich euch den guten Raphael. Raff trägt die Nummer der Pop Television Turtles Reihe Nummer 61 und kommt natürlich auch hier in der coolen standardmäßigen Funko Pop Verpackung. Er sieht absolut lustig aus und auch die Verpackung gefällt mir jetzt schon sehr. Gerade so der Rotton, da muss ich sagen, das ist wirklich was, was mir sehr gefällt. Vorne drauf natürlich wieder schön cartoonisiert, der Pop schon mal ein bisschen zur Hälfte zu sehen. Hier steht Raphael drauf, Vinyl Figure in drei verschiedenen Sprachen, so wie wir es schon kennen. Obendrauf, ich muss es einfach tun, Pop! Obendrauf, der halbe Raffi schaut da schon über den Rand und freut sich, dass wir ihn gleich auspacken können. Auf der Seite sehen wir Raffi auch schon wieder, ne? Der Cartoon-Style. Und dann könnt ihr auch schon wieder erkennen, die Classic Turtles im Hintergrund zu sehen. Dieses Mal durch das Rot nicht ganz so toll zu erkennen, muss ich sagen, wie mit dem Grün. Aber auch das gefällt mir richtig gut. Auf der Rückseite, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Oh, das ist noch eine ältere Rückseite. Bei Bebop waren schon mehr drauf. Auf der Rückseite seht ihr die vier Jungs am Start. Ihr seht Donny, Raffi, Mikey und Leo und darunter dann noch Splinter und Shredder. Ja, meine Verpackung, ihr seht, das hat hier so einen kleinen Knick auf jeden Fall abgekriegt. Passiert mal, ne? Es ist jetzt nicht weltbewegend, aber ich kann damit leben, solange vorne das Window sozusagen noch komplett intakt ist, ist alles cool. Tja, ich würde sagen, Raffi wird ausgepackt und dann schauen wir ihn uns mal ein bisschen an. Tja, und da haben wir nun den kleinen Kerl, den kleinen seilschwingenden Raffi. Oh mein Gott, er sieht ein bisschen grimmig aus, oder? Er hat schon wieder richtig schlechte Laune. Was ist da los? Keine Ahnung. Nochmal kurz eben was ich vergessen habe. In den letzten Reviews habe ich immer auf die Verpackung hingewiesen, dass wir das falsche Turtles-Zeichen am Start haben. Schaut mal hier oben. Das ist das klassische Zeichen. Yes, also da haben sie noch drauf geachtet, ne? Das klassische Turtles-Zeichen am Start zu unserem Raffi. Und ja, schauen wir uns Raffi mal im Detail an. Da ist der kleine Kerl, natürlich super cool stilisiert von der klassischen Serie. Schaut euch das an, mit den großen schwarzen Knopfaugen, dann sein rotes Bandana am Start. Die Bandana bei den vier Turtles sind übrigens alle komplett gleich, nur halt anders eingefärbt. Aber nichtsdestotrotz ist der Kopf ein wenig anders designt. Ne? Jeder hat so ein bisschen verschiedenes Mundpiece sozusagen am Start. Er ist hier halt sehr aggressiv wieder. Ne? Es ist wieder so ein typischer Raffi halt, so wie wir ihn lieben und mögen. Also wirklich sehr cool. Ja, styletechnisch, ihr seht das hier. Ne? Auch hier habt ihr dann wieder die typischen Ellbogenschützer. Ellbogenschützer. Dann hier sozusagen die Schweißbänder am Start bei Raffi. Das sieht sehr gut aus. Auch hinten wieder der Panzer in einem sehr schicken, ja, mitteldunkelgrün Grünton. Ist das mitteldunkelgrün? Was ist mitteldunkelgrün? Auf jeden Fall sieht das sehr toll aus. Ich mag, wie gesagt, die Details an diesen kleinen Funkos sehr. Dann hat er seinen braunen Gürtel um, wo wir vorne wieder das kleine Highlight haben, nämlich sein kleines Namensschildchen mit dem R drauf. Da haben wir es. Ja, auch das sieht wirklich sehr gut aus, ist in Gold gehalten. Farbtechnisch ist das alles sehr schön bis jetzt, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich habe auch jetzt schon andere Figuren gehabt, wo die Farbe ein bisschen mehr über den Punkt war oder gar nicht da war. Also das sieht schon wirklich sehr schick aus. Großes Highlight von Raffi sind definitiv die Waffen. Und zwar seine Seis, die er hier in der Hand hält. Also das ist wirklich toll geworden. Die sind in Silber und haben hier am Knauf nochmal eine kleine Goldapplikation. Das sieht sehr toll aus. Wenn ich die Seis so sehe, muss ich immer an meinen kleinen dreijährigen Neffen denken. Da er noch nicht unbedingt so mitkriegen soll, dass die Turtles eigentlich kämpfen, sage ich zu ihm immer, Mensch, Kleiner, das hier, das sind keine Waffen, das sind Gabeln, womit er seine Pizza essen kann. Spezielle Gabeln, nur die nur Raffi besitzt. Und ja, so kann man es einem kleinen Kind auch erklären. Und immer wieder genial. Also jedes Mal, wenn er hier ist, fragt er, Gabeln auch da? Ja, Gabeln sind auch da. Ja, ansonsten, was kann ich euch noch zeigen? Seine Knieschützer natürlich auch in diesem Rotton gehalten hier unten. Ihr seht das hier, ne? Das sieht alles schon sehr, sehr cool aus. Genauso wie der Frontpanzer in diesem Gelb-Orange-Ton. Also auch da farbtechnisch finde ich das wirklich sehr schick. Es ist so ein bisschen, so ein Glossy-Finish hat der Panzer. Dafür sieht er wirklich, sehr, sehr cool aus. Ansonsten, Paint-Issues kann ich euch zeigen hier im Auge. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, dadurch, dass es so glänzt. Aber hier oben im Auge ist so ein bisschen was. Da ist der Farbton, also dieser glänzende Farbton nicht ganz drauf irgendwie. Da fehlt was, keine Ahnung. Auf der Seite, ist auch ganz okay. Ja, ansonsten hier und da so ein paar minimale Sprenkler, die aber so gar nicht großartig auffallen, bis auf hier auf der Rückseite auf dem Kopf.
hier ist was. Das kriege ich leider so nicht weg, aber es ist nicht weiter schlimm. Er sieht trotzdem nach wie vor sehr cool aus. Hier unten ist etwas, was ich bei den Funkos selten mal sehe. Hier ist so ein bisschen Kunststoffüberrest am Start. Das könnt ihr aber mal eben fix abmachen. Ansonsten, ne, ist der eigentlich so richtig gut drauf. Ja, Bewegungspunkte technisch natürlich wieder, ihr guten Funkies, ihr kennt das ja nun alle. Einfach nur der Kopf, und dadurch, dass das Bandana ja nicht irgendwo rüberhängt über die Schultern oder über den Rücken, könnt ihr den Kopf natürlich 360 Grad drehen. Und das sieht einfach nur cool aus. Und da ich immer gerne Größenvergleiche liebe, kommt jetzt hier nochmal der super coole Pop von Bebop aus der letzten Review dazu. Ich liebe diesen kleinen Kerl wirklich sehr. Er ist einfach knuffig. Ja, und zusammen mit Raffi seht ihr schon, ne, die Höhenunterschiede. Es ist klar, also irgendwie ist Bebop sogar einen Tucken größer. Das liegt jetzt nicht am Irokesen, sogar der Kopf ist etwas höher angelegt als Raffi. Aber zusammen, Leute, sehen die einfach nur super, super cool aus. Ich kann sie euch wirklich komplett ans Herz legen. Tja, und das war ja nun der Funko Pop Television Raffi mit der Nummer 61. Oh mein Gott, ich habe mittlerweile so viele Raffis hier am Start. Stellt euch mal vor, irgendwann nachts machen die sich à la Toy Story irgendwie beweglich und stehen auf einmal hinter euch und oh mein Gott. Uiuiuiui, ich sag euch, die vermehren sich hier wie die Karnickel. Überall sind sie, ich sehe sie schon doppelt. Ja, geh weg. Weg mit dir. Ja, also Leute, das war der Raffi. Und ich muss sagen, ja, für Turtles-Fans auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Leute, ich muss erstmal durchatmen. Ich muss gleich noch ins Bett und schlafen. Und jetzt habe ich dieses Bild im Kopf. Ja. Leute, das war's. Ich bin raus. Macht's gut. Bis denne dann. Und reingehauen. Willkommen auf der Endkarzen. Ja, das war er nun, der gute Funko Pop Raffi. Hier ist er also wirklich cool gemacht von den vier Jungs. Ich liebe diese Figur. Ich liebe die ganzen Funko Turtles. Die sind einfach atemberaubend. Die machen einfach Spaß, sind lustig und ja, machen sich einfach auch gut im Regal. Leute, das war's. Ne? Auf der rechten Seite könnt ihr natürlich mal das letzte Video auschecken. Das war der super, super coole Bebop. Also ich finde, das ist bis jetzt eine der besten Figuren von Funko, die ich in meiner Sammlung habe. Und ja, darunter natürlich die gesamte Playlist. Falls ihr ein Video verpasst haben solltet, könnt ihr da gerne mal durchschauen. Und ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns dann nächstes Mal, wenig nächstes Mal von den kleinen süßen Kerlen, Reviewer. Überlege ich mir mal. Oder wir machen es mal wieder so wie letztes Mal. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, wen ihr als nächstes sehen wollt. Und dann, ja, dann werde ich dieses Video für euch drehen. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut.